Aber es hat einen Aufruf gegeben für alle, die es noch nicht mitgekriegt haben. Genau, für die Klage, also jetzt vor allem für das Verwaltungsgericht. Und ja, da möchte ich mich wirklich bei allen ganz herzlich bedanken, ja, die die Klage unterstützen. Also es ist und so viele aufmunternde Worte und einfach Unterstützung. Also es ist sensationell gewesen. Also du hast schon mitgekriegt, erwartet, du bist nicht allein. Ja, genau. Ja, es ist halt einfach, dann ist man viel weniger zugänglich für rationale Argumente. Und einfach der Druck, der erzeugt wird, kollektiv, oder? Auch wenn man den vielleicht nicht immer wahrnimmt, aber der ist enorm. Also, er hat jetzt über die anderthalb Jahre noch zugenommen, aber der war auch am Anfang schon enorm gewesen, oder? Mit dem Schock, also die Leute waren ja im Schock gewesen, oder? Ja. Was da passiert. Und so kann ich mir das schon erklären, oder? Gibt es allgemein bei den Polizisten ein Gefühl von, Mensch, wie weit geht das noch? Was muss ich noch machen? Sind die auch irgendein Unterdruck oder machen die einfach nur noch Befehl? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge am Tisch. Dermal mit der Katharina. Wer sie nicht kennt, du bist Katharina Lehmann, ehemalig Polizeipsychologin. Genau. Und dir hat man gesagt, du darfst nicht mehr arbeiten. Ja, genau. So ist das gewesen. Genau. Ja, wir haben mich seit 5,5 Jahren jetzt bei der Stadtpolizei Zürich gearbeitet. Und eigentlich auf Ende Januar ist mir fristlos gekündigt worden. Weil ich mich geweigert habe, mein medizinisches Attest von einem Vertrauensarzt zu untersuchen. Das heisst, du hast ein ärztliches Zeugnis, dass du keine Maske haben darfst. Und das ist angezweifelt worden. Ja, genau. Ich wollte das überprüft haben. Und dann habe ich nachher mal angeschaut, was gibt es für Gründe, dass man eigentlich jemanden zum Vertrauensarzt schicken kann. Und es gibt so 4 verschiedene Gründe. Und dann habe ich einfach gesagt, ja, also wenn ich jetzt das umschreibe, dann da ist irgendwie einfach, da müsste ich mein Rückgrat abgeben. Oder? Welche Gründe sind das? Also einerseits natürlich Krankheit. Du fällst aus. Du kannst eigentlich den Job nicht machen, wo du dafür angestellt bist. Wenn jemand irgendwie Verdacht hat auf Drogensucht und wenn man Zweifel hat am Zeugnis. Und? Dann kann man jemanden sozusagen auffordern, sich zu untersuchen beim Vertrauensarzt und für das musst du das umschreiben. Und du Sie haben jetzt so den Grund genommen, Zweifel am Zeugnis, um das Sie wollen wissen, ja, könnte ich dann vielleicht irgendwie mal eine halbe Stunde etwas machen mit Masken oder ja, einfach sehr schauen, sozusagen, wie lange könnte ich ohne Maske, mit Maske etwas machen. Also vergleichen tue ich das, wie wenn ich einen Beinbruch habe, ich bin nie gegipset. Du kannst nicht auf dem Bau arbeiten, aber du könntest uns im Büro sitzen und helfen. Genau, das haben sie so verglichen. Für das? Nein, das haben sie noch nicht so. Also, ja, Stil ist eigentlich das. Genau, normalerweise kann das so begründet werden. Oder in dem, ja. Aber das verhält nicht in diesem Fall, weil ich bin weder krank, noch falle ich aus, noch kann ich Tätigkeit die nicht können. Also ich konnte alles noch machen. Oder? Und es gibt Ausnahmen sozusagen, von diesen ganzen Massnahmen, wenn man ein Attest hat. Oder besondere Gründe. Oder besondere Gründe. Oder? Und ich habe sogar ein medizinisches Attest. Mhm. Und das hat man dann einfach anzweifeln, weil irgendwann ist klar gewesen, wo ich politisch stehe. Ja, und dann hat man einfach probiert, Zweifel zu schüren an diesem Attest. Und aus politischen Gründen. Genau. Das ist so, ich habe eine Grippe, aber aus politischen Gründen zweifeln wir das auch. Richtig. Vielleicht kann ich gleich gut arbeiten. Genau. Ja, und was ja wirklich noch zusätzlich absurd ist, also ich war ja neben meiner Funktion als Psychologin noch verantwortlich für das betriebliche Gesundheitsmanagement. Und dann hat man mir vorgeworfen, ich würde meine Vorbildfunktion nicht wahrnehmen, weil ich keine Maske trage. Also einfach die Äpfel mit Birnen zusammengeht. Also einfach absurd. Da weisst du irgendwie gar nicht mehr, was sagen. Und meine Funktion ist ja genau das. Darauf aufmerksam machen, ja, wenn es vielleicht gewisse Massnahmen könnte schädigend sein für die Mitarbeitenden. Und das sind natürlich die Masken. Also ist doch das meine Funktion. Für das bin ich angestellt. Also nicht nur, dass ich bestätige, was man schon weiss. Für das braucht man nicht eine Expertin, oder? Ja. Ja, und genau das ist mir vorgeworfen worden. Wenn ich jetzt eine Expertin vor mir habe, ich habe vielmal schon gesehen und ich muss ehrlich sagen, ich habe es selber erlebt. Die Maske an und dann ist mir trümmelig geworden, der Kopf. Mir hat es einmal so umgekehrt. Also ich bin wirklich umgetischt. Ist das ein
Problem, Sauerstoff zu erfahren, wenn man eine Maske anhat, über längere Zeit? Also einfach mit dem, was ich mich informiert habe, mit den Studien, die gemacht wurden, mit denen, also mit dieser Literatur, die es dazu gibt, ist das Problem, ja? Ja. Also das weiss man heute, das gibt die Literatur und die habe ich nachher auch schon beim rechtlichen Gehör habe ich das einfließen lassen. Ich habe es jetzt im weiteren Verlauf habe ich all die Studien einfließen lassen. Entweder wird es nicht gelesen, man kann nicht zurück, es nützt nichts. Ja. Einfach nicht zugänglich für rationale Argumente. Kannst du dir vorstellen, warum es das gibt? Warum es mir da nicht zugänglich ist? Wie kommt das? Wie kommt so etwas zustande, dass es eine Richtung gibt? Ich verstehe es nicht. Vielleicht kannst du... Ja, ich verstehe es als Psychologin, als Mensch. Muss ich auch wieder, also komme ich immer wieder an Grenzen und ich muss sagen, ich bin fassungslos. Oder? Also eine Gesellschaft, die einfach dermassen ins Mittelalter zurückgeht. Oder? Dann frage ich dich als Psychologin, wie ist das möglich? Ja, es ist halt, wenn so viele Ängste rum sind, oder es sind ja wahnsinnig viele Ängste geschürt worden. Also das löst Stressreaktionen aus. Also die haben direkt Angst vor so einem sogenannten Virus. Andere haben Angst, sie könnten eben die Eltern anstecken oder die Verwandten oder sie die Schuld. Oder die Grossmutter töten und so. Ja, genau. Also wir haben, da ist alles dafür gemacht worden, für dass die Ängste so sind aufgefahren worden. Oder? Und halt, wenn Ängste da sind, das schaut jetzt das Grosshirn aus. So ist nur noch, wie geht das? Flucht? Angriff oder Todstellen. Ja, genau. Ja, es ist halt einfach, dann ist man viel weniger zugänglich für rationale Argumente. Und einfach der Druck, der erzeugt wird, kollektiv, oder? Auch wenn man den vielleicht nicht immer wahrnimmt, aber der ist enorm. Also, er hat jetzt über die anderthalb Jahre noch zugenommen, aber der ist auch am Anfang schon enorm gewesen, oder? Mit dem Schock, also die Leute sind ja im Schock gewesen, oder? Ja. Was da passiert. Und so kann ich mir das schon erklären, oder? Und darum, blöd gesagt, also, mir tut es für alle leid, oder, die sich die Impfung holen und sich das Zeug reinschießen. Wir tun das auf YouTube auf, Impfung ist okay und alles andere ist Satire und Blödsinn. Okay. Einfach. Ja, genau. Und wir machen ja keine medizinischen Informationen. Wir tun ja nur miteinander reden. Das ist nur für alle YouTuber, die zuschauen und das Gefühl haben, sie müssen das Video melden. Okay. Ja, genau. Das ist das, was wir machen. Genau. Ja, genau. Ja, und der, wo nachher vielleicht sich jetzt eben sicher fühlen mit der Impfung, dass der Stress runtergeht und dass die plötzlich wieder zugänglich werden für andere Argumente. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung, oder? Dass die plötzlich wieder irgendwie klar können anfangen zu denken. Und einfach, weil das ist ja so eine plumpe Manipulation, die da läuft, oder? Und somit hat eine Impfung auch einen Vorteil. Ja, so gesehen. Es hat einen hohen Preis, oder? Mhm. Einen sehr hohen Preis. Aber ja, da sehe ich wirklich vielleicht noch eine Chance, oder? Dass dann die Leute vielleicht wieder wirklich mal schauen, ja, was lese ich da eigentlich, oder? Ja. Und da gibt es noch andere Informationen. Ja, vielleicht könnte ich die auch mal lesen, oder? Vielleicht. Zurück zu der Polizeipsychologin. Du bist zuständig für die Polizisten eigentlich gewesen, oder? Mhm. An den Demos sieht man immer wieder einmal Polizei, die, ich sage jetzt einmal, relativ, wie sagen wir dem, strikt gegen Demonstranten losgeht. Und da gibt es Orte, wo die Polizei unterstützt, ihren Job macht, das schaut, dass es sauber ist, alles zusammen. Gibt es allgemein bei den Polizisten ein Gefühl von, Mensch, wie weit geht das noch? Was muss ich noch machen? Sind die auch irgendein Unterdruck oder machen die einfach nur noch Befehl? Wie muss ich mir das so vorstellen? Aber wir haben es vorher auch schon angetan. Es ist eigentlich so, es läuft auch dort wie mit der ganzen Gesellschaft. Oder es gibt die, die wirklich überzeugt sind, da ist eine Gefahr. Und die meinen, sie machen wirklich etwas Gutes, oder, wenn sie die Massnahmen durchdrücken. Und dann gibt es natürlich andere, die Zweifel haben. Grosse Zweifel, die sich auch Fragen stellen bezüglich Verhältnismäßigkeit. Ja, es gibt auch dort einfach alles, oder? Aber es gibt halt schon auch die, die wirklich denken, das dient der Bevölkerung. Sie machen es richtig. Ja. Wir müssen die Bevölkerung schützen. Ja. Und so. Ja. Und darum wird es schwierig, oder? Wie kommt man aus einem so Teufelskreis aus Angst raus? Was macht man da am schlausten? Die hat jetzt eine Idee, aber ich lohne die jetzt zuerst wieder. Ja. Also was halt einfach wirklich der Fall ist, auch wenn man es dann immer wieder probiert, es nützt in dem Moment nützt ein rationales Argument nichts. Oder? Also es nützt eher etwas, nachher wirklich auf die,
emotionale Ebene zu gehen und halt einfach auch die Ängste verstehen, oder? Dass, wenn, ja, dass man dort mehr ankoppeln kann als... Was ich meine ist, wenn ich jetzt jemanden zuschaue, der hat Angst, seinen Job zu verlieren, egal ob Polizist oder irgendwas. Der hat jetzt richtig erlebt, in Angst. Er merkt, ich mache da etwas, es geht mir gegen den Strich und das macht ihn kaputt. Es tut ihn innerlich, wie sagen wir, zerreißen, oder? Der Druck wird immer schlimmer. Was kannst du so jemandem empfehlen, damit er die Angst einmal verliert, damit er ins Rationale hineinkommt, für sich selber, so erste Hilfe? Oder wie sagen wir dem? Also, ja gut, das sind noch andere Themen. Aber ja. Also, du meinst jetzt einfach, wenn jemand sieht, was da läuft etwas schief. Ja. Genau, also dann halt vernetzen. Mit anderen vernetzen, oder? Und das denke ich, das hat sich so schnell so viele Gruppen auch gebildet, oder? Und dann wirklich auch geschafft, zusammen zu arbeiten. Und das gibt dann auch wieder, es gibt auch wieder Mut, oder? Also einfach, dass man sich wirklich eine Gruppe sucht. Dass man sieht, man ist nicht allein. Ja, genau. Ja, das macht extrem viel aus. Apropos nicht allein, es hat einen Aufruf gegeben, um dir zu helfen. Ja, genau. Für deine Gerichtsverhandlung. Jetzt kannst du einmal den Leuten erklären, wie das funktioniert, bevor du überhaupt eigentlich ans Gericht gehst. Wie funktioniert das? Das ist ja speziell, so wie du angestellt warst, oder? Ja, es ist einfach jetzt bei der Stadtverwaltung, oder? Ist der Fall, dass wenn du klagen willst, musst du zuerst einen stadtinternen Rekurs machen. Und jetzt in meinem Fall, oder, wo es wirklich eben um das ganze Politische geht und die Einstellung und alles, ist es einfach ein kompletter Leerlauf, weil der Stadtrat ja sozusagen die Massnahmen unterstützt und auch erlassen hat. Und es eigentlich klar ist, dass die das einfach werden bestätigen, die fristlose Entlassung. Also es ist einfach wirklich ein Leerlauf, oder, wo man muss machen, aber sonst kommst du nicht weiter. Und die nächste Stufe ist jetzt der Bezirksrat, das ist dort hängig. Und dort, das ist auch so ein bisschen Zürich-spezifisch, es ist ein Gremium eben so, eigentlich zwischen Exekutiven und Judikativen. Ja. Sie administrativ unterstützen auch den Ricard, also im Sicherheitsdepartement, nicht führungsmässig, aber es ist nicht völlig unabhängig in dem Sinn. Oder? Und von dem her, ja, sind dort die Chancen auch nicht gerade wahnsinnig gross, dass dort wahrscheinlich anders entschieden wird. Und dann ist der dritte Schritt ist das Verwaltungsgericht. Und dort wird es halt relativ teuer. Und wenn du einen Klagewert hast, dann hast du schon relativ hohe Gerichtskosten, dass du überhaupt kannst klagen. Ja. Und dann hast du Anwaltskosten. Und im Fall, ja, was ich würde sagen, im Moment, das ist halt wirklich offen. Oder? Es gibt dort sicher ein bisschen größere Chancen, aber ob sie dann wirklich anders entscheiden muss man sehen. Oder? Also, und dann trägst du natürlich nachher auch noch die Kosten von der Gegenseite. Und dann kommt also wenn du verlierst, dann hast du die Kosten von der Gegenseite. Ja, wenn du gewinnst, tragen sie deine Kosten. Ja, dann, so, genau. Also, es kommt dann darauf an, die Gerichtskosten zahlst du zum Teil sogar selber. Habe ich jetzt so gesehen. Und du musst in Vorleistung gehen. Ja, und das ist jetzt, für mich ist das sicher zwischen 7.000 bis 8.000. Oder? Schon nur, dass du ans Gericht kannst. Also, als Privatperson kannst du dir eigentlich das System gar nicht mehr leisten. Nee. Und, aber weil du jetzt angesprochen hast, also, das Geld ist auch schnell eigentlich zusammengekommen. Aber es hat einen Aufruf gegeben für alle, die es noch nicht mitgekriegt haben. Genau, für die Klage, also jetzt vor allem für das Verwaltungsgericht. Und ja, da möchte ich mich wirklich bei allen ganz herzlich bedanken, ja, die die Klage unterstützen. Also es ist und so viele aufmunternde Worte und einfach Unterstützung. Also es ist sensationell gewesen. Also du hast schon mitgekriegt, du bist nicht allein. Ja, genau. Es macht so viel aus, oder? Es macht so viel aus. Mhm. Ich habe irgendwie im Gefühl, es gibt eine schweigende Mehrheit. Und das sind die einem so helfen. Die nicht können, nicht dürfen etwas machen, aber irgendwie so jemand helfen. Hey, du bist vorne dran, du hast für uns den Kopf her, ich kann nicht anders als dir so helfen. Ist das möglich? Ich glaube, es ist noch nicht eine Mehrheit, aber ich glaube, es sind mehr, als wir denken. Eine schweigende Mehrheit, meine ich. Die sind relativ wenig. Und ja, dann gibt es die trauen sich nicht, aber die probieren es in irgendeiner Art im Hintergrund zu unterstützen. Also so, wie ich es jetzt erlebt habe, ja, könnte man es schon ein bisschen in die Richtung sehen. Man muss sicher mehr, als man würde denken. Oder? Ja. Ja. Mehr als im Blick oder 20 Minuten steht. Ja, ja genau. Ja, die probieren alles, dass wir uns als sehr wenige empfinden. Oder? Ja. Und so ist es sicher nicht. Und eben, also da... Da glaube ich wirklich, dass Zeit für uns in dem Sinn ist, oder? Auch international. Und das ist das Geniale, dass man sich jetzt so Länder über Länder hinweg vernetzt. Man weiss, wie viele Leute es auf der Straße in anderen Ländern
das gibt wirklich halt einfach auch, das gibt auch Kraft. Wenn man anschaut, wir sind übrigens für alle, wir haben das Format am Tisch, aber wir sind jetzt nicht am Tisch, wir sind am See, am Zürichsee. Ja, genau. Geniale Aussicht, aber das könnt ihr selber anschauen, wir müssen halt mal herkommen. Und darum gibt es immer wieder mal Geräusche hinein rum, vielleicht ist auch der Ton nicht so super. Aber so, nochmals, ja. Weißt du was, das machen wir so. Das gehe ich ein bisschen weiter rüber, dann blendet es nicht. Dann mache ich da noch einen Schnitt drin. Ja. Also wie ihr gesehen haben wir die Zeiten gewechselt, weil sie ihr immer blendet, wenn sie Katharina. Ja, genau. Entschuldigung, der Katharina immer geblendet hat. Wenn ich so schaue, da kriegst du mit, was in Deutschland passiert, wie das immer, wie sagen wir, Schrauben angezogen wird. In Australien ist es unterdessen ganz schlimm. Haben wir gute Chancen mit dem PMT-Gesetz, das wir angenommen haben, und noch zusätzliche Gesetze, die in Bearbeitung sind, auch in die Richtung zu gehen. Was meinst du? Gut, ich hoffe jetzt wirklich noch auf das Covid-Gesetz, das abgelehnt wird. Ja. Das durch mich eine reale, ja, ist eine reale Möglichkeit, oder? Und dann sieht es auch noch mal ein bisschen anders aus. Und vielleicht sind wir einfach in der Schweiz auch von der Mentalität ein bisschen gemässigter. Also auf das. Also von dem her gesehen, ich schaue immer mal den Bernie aus Australien. Der hat, er sagt selber, Australier sind eigentlich unnett und lieb, die kennen eigentlich nichts Böses, oder? Aber er hat gesagt, und wenn du den so anschaust, der ist ja nur aufgestellt, weißt du, so. Und der redet so, also er hat eine positive Stimme und alles zusammen, aber wenn du schaust, was die mit der Bevölkerung machen, die lassen mit sich alles machen, die können sich gar nicht mehr wehren. Mhm. Und ich habe irgendwie einfach eine Befürchtung mit dem PMT-Gesetz, das wir hier angenommen haben, dass wir der Polizei, am Staat, ein Werkzeug in die Hand gegeben haben, das in eine schlechte Richtung geht. Ja, also das hat mich auch geschockt. Dass das wirklich ist durchgekommen, das hätte ich nie gedacht. Dass das so weit geht. Also das, aber andererseits, wir sind wirklich gewohnt, von der Basis her, eben, jetzt schon mal all die Sammlungen von Unterschriften oder wirklich auch Initiativen zu ergreifen, oder? In dem Sinn. Also habe ich schon das Gefühl, wir haben wirklich eine andere Kultur. Und es läuft sehr viel an der Basis, die man jetzt vielleicht nicht so sieht, oder? Also wir haben vielleicht jetzt auch weniger Leute, die, also es gibt jetzt schon Leute, die man sieht oder immer wieder sieht, aber es sind nicht so Galionsfiguren, oder? Ja. Das finde ich eigentlich gut. Wir sind breiter gestreut, genau, als in Deutschland nur Querdenken, ja, oder so. Absolut, genau. Mhm. Und es passiert an sehr vielen Orten gleichzeitig, oder? Und ich hoffe, man kann sich noch ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen besser vernetzen. Jetzt auch so mit Aufbau von Parallelgesellschaften, da sind wir jetzt auch dran. Ja. Das Parallelgesellschaften hat so einen schlechten, wie heisst das, schlechter Ruf, wenn man das kennt, man so. Ich sage mal, in Deutschland, in Großstädten mit irgendwelchen Familien, Parallelgesellschaft aufbauen. Aber das ist anders gemeint, Parallelgesellschaft. Ja, halt einfach wirklich auch wieder so regional tätig sein, die regionale Wirtschaft stärken, eben halt auch die ganze solidarische Landwirtschaft zum Beispiel, nachhaltig, biologisch. Es gibt da viel, jetzt Zürich hat da so einige so mit Gemüseabos, wo nachher Leute mitschaffen auf dem Feld. Und das ist jetzt so etwas, was wir fördern wollen. Ich nehme das mal ein bisschen rüber, weil ich weiß nicht, wie gut dass man das hört, wenn man im Kreis hört. Oh ja, stimmt. Das ist nicht so ideal. Und nicht einverstanden ist, wenn ich da. Ja, genau. Warte, jetzt habe ich den Faden verloren. Regional. Ja, genau. Und eben so wegen solidarischer Landwirtschaft. Also wir haben jetzt eine Stiftung gegründet, ja, wo wir möchten eben so Initiativen fördern, wo zum Teil sich mit den Landwirten, Landwirtinnen zusammentun, wo nachher vielleicht 50 Leute sagen, so, wir nehmen so ein Gemüseabo. Und dann hast du eigentlich die Finanzierung schon und vor allem auch den Einsatz, oder? Dass man dann aufs Feld geht, vielleicht irgendwie 5-6 Mal pro Jahr oder auch 8 Mal, je nachdem. Und dann kannst du eigentlich relativ schnell eine Arbeitsstelle schon ersetzen, oder? Und für, ja, dich selber macht es nicht viel Arbeit. Und so einfach wirklich wieder die Grundversorgung mehr in die Schweiz nehmen, wieder aufbauen, nachhaltig machen. Ich finde das, ein super Ansatz, oder, von dem her. Das ist ja ein langer, steiniger Weg, bis man wieder so weit ist, dass man Selbstversorger ist in der Schweiz. Ja, ja, das ist es, genau. Aber ich sehe einfach auch, oder höre von so vielen Gruppen, die jetzt das in Angriff nehmen, oder? Dass es, ja, oder auch nachher halt Kooperationen, man kann immer noch mit den Nachbarländern kooperieren,
dort passiert das ja auch. Und eben auch wirklich, Umweltschutz, oder? Nicht nur als irgendwie komisches Label, sondern wirklich wieder halt, ja. Vom Bauer für das Volk. Ja. Also gerade direkt, ja, genau. Möglichst direkt, ohne irgendwelche Transport und weiss der Geier, wo man an. Und so, dass sie sich so leisten, biologisch anbauen. Und klar, eben, das braucht wirklich sehr viel Handarbeit, jetzt, wenn du Gemüse biologisch anbauen willst. Wir haben es jetzt sogar gesehen an einem Projekt, das wir durchgeführt haben. Und dann, aber wenn alle ein bisschen mithelfen, und das kannst du absolut auch neben einem Job machen, also das bringen, glaube ich, alle irgendwie zustande, 4, 5, 6 Mal einen halben Tag auf das Feld arbeiten, oder? Wenn du 100 Leute bist, dann ersetzt du schon eine Vollzeitstelle eigentlich. Ja, man kann es ja vergleichen mit einem Haufen, haben dir kleine Beiträge und damit kannst du einen grossen Prozess gewinnen. Ja, genau. Es ist genau das richtige Prinzip, oder? Und eigentlich, wenn eben wirklich genug mitmachen, ist es so einfach. Es ist möglich, oder? Jetzt, du hast ja nebenbei hast du eigentlich eine eigene Praxis gehabt, in Teilzeit. Warte, machen wir es noch einfach. Hast du irgendwie einen Link, wo die Leute nachschauen können, wenn sie sich für das Projekt interessieren? Muss man einfach einen Grund, das habe ich in den Kommentaren noch drin, wo, wie, was. Und so kann ich das hier jetzt einblenden und dann kann man den Link teilen. Ja, genau. Also wir heißen vitanetz.ch. Vitanetz. Genau. Ja. Genau. Und wir haben jetzt eine Stiftung gegründet. Und jetzt müssen wir uns dann mit Fundraising auseinandersetzen, weil dort braucht man ein bisschen größere Beträge, oder? Dass wir nachher die Gruppierungen unterstützen können. Ja, einfach nochmal ganz neue Felder, die sich da auf. Die haben noch nie Fundraising gemacht, oder? Ja, das wird jetzt die nächste grosse Aufgabe sein. Dann eben, du hast eine eigene Praxis vorher, sie in Teilzeit betrieben und jetzt machst du dich hinter mehr. Ja, genau. Vorher habe ich das einfach immer so ein bisschen nebenher gemacht, weil es mir auch Spass gemacht hat oder ich das immer einfach den Standbein habe behalten. Und jetzt bin ich dran, das ein bisschen aufzufahren. Einfach, dass es dann mal halt auch zur Haupteinnahmequelle kann werden. Du hast deine eigene Homepage, habe ich gesehen. Die findet man unter. Das ist www.katharina-lehmann.ch. Tun wir auch einblenden, da unten dran. Das ist gut. Du hast Praxis in Zürich da. Nein, die ist Zwang an der Aare. Zwang an der Aare. Vermissest du deinen Job als Polizeipsychologin jetzt? Oder hast du unterdessen etwas anderes oft? Oder sagst du, das ist okay, das passt mir? Also, ich war ja vorher schon 3 Jahre noch bei der Kapo Solothurn und jetzt 5,5 Jahre in Zürich. Also, von dem her relativ lang schon bei der Polizei. Von dem her, ich habe es wirklich sehr faszinierend und spannend gefunden, von den ganzen Tätigkeiten her. Aber es ist schon langsam mal, habe ich es ein bisschen gesehen. Also das ist schon auch ein bisschen aufgekommen. Aber es waren einfach wahnsinnig viele interessante Aufgaben, die ich hatte. Die Leute, ich habe sehr gerne eben auch mit Polizisten und Polizisten zusammengearbeitet. Ja, das hat mir wirklich leid getan, ja. Nein, es ist ein Verlust gewesen. Aber jetzt halt, weil mit dieser ganzen Situation, wo die Polizei dort halt wirklich involviert ist mit der Umsetzung dieser Massnahmen, ich könnte auch nicht mehr als Psychologin für die Polizei so arbeiten, das ging nicht mehr, oder? Von dem her ist es einfach erledigt. Ja. Es ist irgendwie schweren Herzens nimmt man Abschied. Ja. Ja, genau. Ja, und zuerst schon ein Schock natürlich. Oder einfach der Fristlos ist schon ein Schock gewesen. Natürlich konnte ich es ein bisschen abschätzen, dass das zu einer Kündigung führen könnte, oder? Aber Fristlos. Nicht der Fristlos. Das ist so jenseits, oder? Das ist so wie ein Aufsicht. Ja, völlig. Ja. Völlig. Ja. Haben wir irgendetwas vergessen, um den Leuten zu sagen, wenn ich dich vergesse, etwas zu fragen, kommt etwas in den Sinn, wo du den Leuten gerne noch etwas sagen möchtest? Ja, einfach für mich ist es wirklich sehr wichtig. Es ist ja, der Druck ist so gross, oder? Und man wird so bombardiert, eigentlich von allen Seiten mit diesem Thema. Und für mich, ich finde es einfach extrem wichtig, auch etwas zu haben, wo man wie kann, also mal Widerstand ist eins, aber wie ich muss es anders formulieren, einfach etwas dafür machen, etwas aufbauen. Eben wie jetzt alternative Gesellschaft oder neues Geldsystem oder eben solidarische Landwirtschaft oder all diese Themen. Dass man wirklich etwas hat, einfach, was man auch machen kann dafür und nicht nur den Kampf dagegen. Also ich finde beides wichtig, aber für mich brauche ich wirklich nachher etwas, wo ich wieder sehe, oh, da ist
ein Aufbau möglich, oder? Da ist wirklich etwas machbar. Meine Zeit, dann ist das, was jetzt gemacht ist, es ist sehr viel kaputt gemacht worden, aber es braucht ja auch Perspektiven für nachher. Ja, genau. Der Tag danach, da muss man irgendwo können sehen und nicht, dass auf einmal, ja, und jetzt sind wir verloren, sondern dass man dort schon mal eine Graswurzel... Ja, genau. All die Bewegungen. Genau. Oder? Absolut. Genau, und das finde ich einfach extrem wichtig. Und einfach, dass man sich orientiert, das gibt es wirklich eigentlich fast in jeder Region jetzt, die Gruppe. Oder es gibt Regiogruppen, die dran sind oder sich jetzt finden, oder? Für etwas aufzubauen. Und das finde ich ja, einfach extrem hilfreich. Und es ist auch sehr ein gutes Mittel gegen Ohnmacht, weil manchmal, wenn der Druck so gross wird, oder? Also, so, ja, ich weiß nicht mehr, was ich noch soll, ich weiß ja, nicht mehr, wie genau. Weiter. Und dann fährt man in einen Kreislauf reinkommen, der auch gefährlich enden kann. Gefährlich enden. Und so kann man mal daraus rauskommen. Ja, genau, wo man selber nachher auch wieder in der Angst ist, wie es so viele sind, oder? Wo man nicht mehr klar kann denken. Und wenn man wieder ein Ziel hat oder weiss, da gibt es andere, wo man zusammen etwas machen kann. Ja, es ist wirklich ein sehr gutes Mittel gegen Ohnmacht. Hast du auch einen Telegram-Kanal für das Ganze so, oder machst du das nur via Homepage? Also jetzt, das mit der Stiftung, dort haben wir einen Kanal, da wird es dann noch ein bisschen anders ausgerichtet. Genau, da wollen wir ihn dann noch ein bisschen, wir haben jetzt relativ klein behalten und dann wollen wir ihn dann noch ein bisschen mehr verbreiten. Das müsste ich dir noch sagen. Einfach. Können wir den auch einblenden, weil ich den ja schneiden, also schneiden, probieren, um den Ton ein bisschen besser herzukriegen, falls es zu viel Geräusch hat oder was auch immer. Oder weil ich mich fünfmal verschnorrt habe mit Leidenbech und Pannen-TV. Wichtig ist ja zuversichtlich. Wie zuversichtlich bist du, dass das in absehbarer Zeit mal irgendwas, wenn mal ein bisschen normaler wird, anstatt die Spolerei, die es da momentan gibt? Jetzt als Psychologin machst du das Positive. Das ist dein Job. Ja, genau. Ja, also eben, mittlerweile glaube ich einfach, es ist ein Marathon und nicht ein Sprint. Und dann ist es einfach wichtig, die Kräfte wirklich einzuteilen, oder? Dass man nicht alle Energie verschleudert. Ja, ich glaube nicht, dass es so schnell zu beenden ist. Aber es, ich bin überzeugt, dass es zu beenden ist. Gut sein. Ja. Ja, definitiv. Aber ich glaube, es braucht einfach recht durchhalten Willen. Und das merke ich auch bei mir, oder? Da denkt man so, jetzt, oder auch die Demos, jetzt noch größere Demo, jetzt die Abschlussdemo, dann längt es, oder? Und das einfach, ja, einfach, dass man sich auf einen Marathon einstellt und halt manchmal zwischendurch sich auch ein bisschen zurücknimmt, wieder mal alles mal ein bisschen draussen lässt, sich sammelt und einfach wieder Kräfte sammelt, oder? Sonst kann es dann schon dazu führen, dass man dann irgendwann ausgebrannt ist, oder? Das merke ich auch manchmal. Dann nimmt man es einfach zurück, dann lässt man die anderen etwas machen und dann sagt er, du, lass ihn mal ein bisschen, kannst du gehen, dann gehe ich wieder mal so, du musst dich immer wieder abwechseln und einander helfen und unterstützen. Ja, genau. Weil wenn man jedes Mal an jede Demo geht und. Das kannst du nicht. Und man lernt zwar auch viele Leute kennen, aber irgendwann mal kann man und macht man nicht mehr. Nein. Und vor allem, da bist du wie eingestellt auf einen Kurzstreckenlauf. Dann machst du es so, oder? Aber ich glaube schon, wir müssen noch ein bisschen durchhalten. Und das wäre schade, oder? Wenn die Leute, die jetzt so engagiert sind, ausfallen. In dem Fall danke dir vielmals, dass ich dich hier besuchen durfte. Jetzt haben wir einen schönen Tag gehabt. Ja, merci dir. Ich hoffe, wir sehen uns wieder und ich kann dir weiterhelfen, indem wir dort einen Haufen das Video anschauen, das sehen, dass du auf einem guten Weg bist. Und da haben wir jemanden, der für uns alle vor Gericht geht, nicht nur für sich, wenn man es so will, oder? Ja, mal sehe es schon so. Also wenn ich es nur für mich würde machen, das, nein, dann ich hätte es glaube schon lange hergeschossen. Das, genau, nein, ich sehe es auch so. Absolut. Ja, herzlichen Dank dir. Herzlichen Dank. Mit Freude. Bis zum nächsten Mal. Gerne. Mit Freude. Und euch, falls euch das gefallen hat, Daumen hoch in die Kommentare rein. Katharina kann das dann sicher auch lesen, kriegt es mit. Und herzlichen Dank fürs Zuschauen und schönen Tag. Tschüss.